um Ihr Wort. Bitte. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete. Wie schön, dass es unter uns allen gut geht und niemand von uns hochschwanger in der oder einer Warteschleife sitzt. Auch heute bewegen wir noch einmal ein Thema, bei dem ich zugegebenermaßen immer noch sehr empfindlich bin. Eine Regung, die manch anderer nur bei der Frage der Vergütung von Hebammen zeigt. Herr Renz, Sie haben jederzeit noch die Möglichkeit, hier zu reden. Ne? Ganz ruhig, ich habe bislang drei Sätze geredet. Und Herr Balin, auch mir ist es erlaubt, meine Meinung hier zu äußern. Und ich finde das einfach mal wieder unterirdisch. Eine Regung, die manch andere nur bei der Frage der Vergütung von Hebammen zeigt, obwohl genau das doch heute eigentlich gar nicht mehr zu trennen ist. Auch finde ich nach wie vor wenig erfreulich, dass Frauen bisweilen lange Strecken hinter sich bringen müssen, um anschließend ganz entspannt ihre Kinder zur Welt zu bringen. Die Risiken, die bei jeder Zeitverzögerung entstehen können, ja, nicht müssen, gehen nur zulasten der Familien. Da kann ich schwerlich locker mit umgehen und ich finde es schon befremdlich, dass Frau Hesse genau auf diesen Bereich gar nicht eingegangen ist. Und ich bin überrascht, dass Sie es können, ja? Und ich kenne auch alle noch so sachlichen Argumente von Frau Hesse. Ich habe sie gehört, muss sie aber nicht teilen, nicht wahr? Ich lehne nämlich eine nur fiskale, wirtschaftliche Betrachtung, zumal die Kennzahlen und Kennziffern mir nicht vollständig und nicht unbedingt zutreffend vorliegen ab. Herr Koblin ist darauf eingegangen. Ich hatte Krankenhausplanung so verstanden, dass auch der Bedarf betrachtet werden muss. Und hier weise ich auf die Antwort des Sozialministeriums zu der Kleinen Anfrage 6/5178 hin. Das ist also das Maß aller Dinge. Die Finanzen und dass dies in der Fläche andere Maßstäbe braucht als in der Stadt oder in dem Speckgürtel, müsste uns allen doch klar sein. Ich habe die sachlichen Gründe gesehen, aber ich kann die Maßstäbe, die zugrunde gelegt wurden, nicht als alleingültig nachvollziehen. Ich habe immer noch meine Zweifel, ob sich die Arbeitssituation, und damit meine ich nicht allein arbeitsrechtlich, wirklich so positiv darstellt, wie in der Anhörung des Sozialausschusses uns Glauben gemacht werden sollte. Gute Arbeitssituationen färben auch auf die Patientinnen und Patienten und deren Versorgung ab. Das sollten wir nicht aus dem Blick verlieren. Weite Versorgungsstrecken bergen Risiken, für die niemand einstehen will. Ich fasse also zusammen. Meine Zweifel sind bis heute nicht ausgeräumt. Alle Argumente sind ausgetauscht. Und Sie, meine Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, haben natürlich recht. Jede Frau wird versorgt. Mit einem Nachsatz, irgendwie. Notfallmäßig werden die Frauen auch von zu Hause abgeholt. Also, alles gut? Jedes Kind, das stirbt oder gesundheitliche Schäden davonträgt, ist ein kleiner Mensch zu viel. Und das, genau das bewegt mich. Und ich möchte hier auf Zahlen zu sprechen kommen, die in der Anhörung benannt wurden und die von einem Sachverständigen genannt wurden, nämlich zum Zeitpunkt der Anhörung gab es 4 tote Kinder, 4 tote Babys. Mittlerweile sollen sie 5 sein. Es ist noch nicht nachgeprüft worden, warum und wieso. Und ich denke, genau diese Zahlen müssen uns aufschrecken lassen. Das ist nicht ein Zusammenhang, sondern diese Kinder sind geboren worden. Nicht schlimmer, ich lese Statistiken. Und zwar kann ich das auch, Sie können da gerne nachgucken, Herr Balin, ganz ruhig. Also, es gab 4 tote Babys in diesem Jahr und im statistischen Jahrbuch 2014 gab es, wie? Oben in der Region Vorpommern-Greifswald. Es gab vorher 0 Geburten im Jahre 2000, 0 Totgeburten und zwischen März und Mai bislang offensichtlich 5. Vorher hatte ich gesagt 0. Gut, es gibt ja unterschiedliche Sachen, Frau Dr. Schwenke, es stand aber in der Anhörung und es wurde von Herrn Crusius in der Anhörung
Nun seid doch, also es wurde dort gesagt und... Einen Moment bitte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie bitten, in der Debatte aufgrund der Ernsthaftigkeit des Themas, dass hier wieder Ruhe einkehrt in dem Saal und Sie bitte der Rednerin folgen. Und ich möchte vom Präsidium aus die Rednerin hören. Das heißt also, dass Ihre Zwischenbemerkungen und Ihre Zwischenrufe sich wirklich auf ein Mindestmaß reduzieren. Bitte schön, Frau Gajek, Sie haben das Wort. Ja, danke. Also, Herr Dr. Crusius hat das in seiner Stellungnahme geschrieben. Die Protokolle liegen ja noch nicht vor, haben wir ja erfahren. Aber es ist nachzulesen. Und wie gesagt, diese Zahlen müssen benannt werden und müssen auch diskutiert werden. Und es ist natürlich auch die Frage die der Entfernung. Und ich denke, eins wird hier auch deutlich, die weitere Pathologisierung von Geburt ist letztendlich schädlich. Wir haben uns als Bündnisgrüne schon lange für die dezentrale Geburtshilfe ausgesprochen. Und wir haben eben auch konkrete Vorschläge gemacht. Und Herr Balint, das muss man der Wahrheit halber auch dazu sagen, dass insbesondere wir hier eben seit Jahren da dran sind, nämlich dezentrale Strukturen vorzuhalten. Und eine Möglichkeit wäre gewesen, dort ein interdisziplinäres Zentrum aufzubauen für Mütter und Kinder und vielleicht auch noch mit Beratung, dass es nicht verfolgt wird. Und das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Sie haben mehrheitlich entschieden, Sie setzen den Grundsatz von Konzentration und Kooperation um. Und das hat Frau Hesse in ihrem Abschlusssatz vorhin gesagt. Und da bin ich einfach erschrocken, das einfach so hinzunehmen. Das Knie, die Hüfte, das Herz, das kann ich doch natürlich professionalisieren, spezialisieren. Aber eine Entbindung ist doch noch mal anders zu betrachten. Es ist doch nicht jedes Kind, was stürzt, pathologisiert. Also ich bitte einfach, die Regelversorgung von der Spezialisierung abzutrennen. Und nun haben wir also diese Konzentration von Fachbereichen im Sinne, nicht jeder soll alles tun, geschafft. Gutgehende Stationen wurden dicht gemacht und Wolgast war die Geburtsstation mit den wenigsten Kaiserschnitten. Natürlich auf Antrag eines oder des Krankenhausträgers, das schafft auf jeden Fall Vertrauen beim geneigten Patienten oder Patientin, eben besonders bei den Frauen, die sich im Zweifel in einer Art Ausnahmezustand befinden. Bleibt uns als Opposition jedenfalls zu hoffen, dass nicht weitere Versorgungsbereiche, also Stationen, ich rede jetzt nicht von Häusern, Stationen, deren DIGs auch so unterirdisch sind, wie die in der Geburtshilfe oder Pädiatrie, abgestoßen werden. Dann konzentrieren wir nämlich nur noch die Fachbereiche, die für die Träger interessant sind. Wer genau muss nun eigentlich die stationäre Versorgung sicherstellen? Hoffentlich haben die Landkreise und kreisfreien Städte einen Plan B in der Tasche. Wo genau ist nun aber der Nachsatz Kooperation geblieben? Das war ja der zweite Punkt der Entwicklung in der stationären Gesundheitsversorgung. Welche Klinik kooperiert mit welcher? Oder gibt es da tatsächlich Abhängigkeiten? Natürlich nicht. Wer eine Unimedizin im Nacken sitzen hat, wird selbstverständlich freiwillig und aufgrund eigener Abwägung einer Umstrukturierung zustimmen. Besonders spannend fand ich allerdings noch einen Aspekt, dem ich bisher viel zu wenig gehört habe, auch von Frau Hesse. Wie kooperiert eigentlich der Bereich der Vertragsärzte mit den Krankenhäusern in dieser Planungs- oder soll ich sagen Bedarfsregion? Das Ministerium nutzt, so heißt es in der Antwort auf unsere kleine Anfrage, ein Landesgremium für sektorenübergreifende Versorgungsfragen. Abgesehen davon, dass wir viel zu lange auf dieses 90a-Gremium warten mussten, habe ich von dort nichts über die Versorgungsgestaltung der Frauen und Kinder in der Region gehört. Dort genau könnte eine Modellversorgungsregion doch wohl in direkter Zusammenarbeit längst umgesetzt werden. Und das haben wir des Öfteren gefordert. Das ist nicht erst seit heute. Wir warten in Strukturfragen und Qualitätsfragen offenbar wieder, bis der Bund durch seinen GBA uns drängt, tätig zu werden. Warum steuern wir nicht endlich selbst? Wolgast wäre die Chance gewesen, Frau Hesse. Wir können, so sagen Sie, nicht zurückrudern. Ja, jetzt ist möglicherweise zu spät, aber wir haben schon im Januar den Antrag gestellt. Eine schnelle Lösung soll also nicht stattfinden, aber
Wir können nachbessern. Und dazu gehört eine für die Menschen vor Ort transparente Kooperation der Sektoren ambulant und stationär. Und mir reicht nicht der Entschließungsantrag von Ihnen. Wir wollen unbedingt das Wahlrecht der Frauen, wo und in welcher Einrichtung oder welchem Ort sie ihre Kinder zur Welt bringen, umgesetzt sehen. Insofern sehe ich die Bürgerinitiative für Wolgast als von Ihnen abgelehnt, aber nicht gescheitert. Sie ist vielmehr der zwingende Ideengeber und Forderer für diese Versorgungsregion. Ihnen mag das nicht schwerfallen. Wir brauchen die Menschen im ländlichen Raum, brauchen neue Konzepte. Und Kooperationen sollen ein Weg sein. Und natürlich haben wir die Enquete-Kommission gehabt, aber vorher wurden Tatsachen geschaffen, Herr Barlin, und das ist eine vertane Chance. Und dafür werbe ich, das zurückzuholen. Wir wollen auch Ergebnisse sehen, nicht nur in Gremien. Nehmen Sie wenigstens, wenn schon nicht unsere Kritik, die Chancen an, die sich Ihnen bieten. Ich beantrage die namentliche Abstimmung für Römisch 1 und Römisch 2 normal abgestimmt und ich danke für die Aufmerksamkeit.